diesem Video geht es darum, wie man Benachrichtigungen, die in der Notification Bar sind und sich nicht entfernen lassen, ausblenden lassen kann. Das Ganze funktioniert recht einfach und ohne Rootrechte. Zuerst öffnet ihr die Einstellungen eures Android-Gerätes und in diesen Einstellungen die App-Einstellungen. Dann scrollt ihr zu der App, bei denen ihr die Benachrichtigung ausblenden wollt. In meinem Fall ist das der Wi-Fi-Protector. Mein ganz am Anfang auch gesehen hier. Diese Nachricht lässt sich nicht ausblenden und ist rund um die Uhr da. Und die möchte ich gerne ausblenden. Dann macht ihr den Haken bei Benachrichtigung zeigen aus. Dazu solltet ihr aber wissen, dass, also da wird auch nichts mehr angezeigt, wenn zum Beispiel Updates für die App da sind. Also ihr solltet ab und zu mal wieder schauen und die Benachrichtigung wieder anschalten oder eben in der App selbst gucken, wenn ihr das Ganze ausschaltet. Dementsprechend müsst ihr das auch nochmal mit OK bestätigen und dann seht ihr ganz oben in der Leiste, ist auch endgültig weg. Gut, das war's doch schon hierzu, alles klar.